absolut dominiert. Und das führt jetzt auch dazu, dass eben Robin Freins als DTM Dritter auf dem Podest steht. Ich habe vorher zusammengerechnet, 7 und 6, die beiden Siegesanzahlen für Rast und Müller, plus dann noch 3 von Freins. Also wir hatten 16 Siege, die wir jetzt hier auf dem Podest sehen. Und Nico Müller, ja, momentan mit Strahlen. Mit einem wahrscheinlich eher bittersüßen Lächeln auf Platz 2. Auch letztes Jahr war Nico Müller bereits Zweiter. Hat sich dank dem Sieg im letzten Rennen hier auf dem Hockenheimring diesen zweiten Meisterschaftsplatz noch geholt. Und jetzt die Ausgangslage etwas anders. Damals war der zweite Platz ein Erfolg und jetzt ist er gefühlt halt eben doch schon eine Niederlage.